Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars The Force Unleashed. Wir waren stehen geblieben auf Raxus Prime und jetzt werden wir hier erst einmal die ollen Rodianer verkloppen. Und nicht nur das, nein, wir wollen hier auch die imperiale Sternenzerstörerbasis irgendwo kaputt machen, die Fabrik davon zumindest. Und dafür sind wir nun wieder zurückgekehrt auf Raxus Prime, da waren wir auch schon mal in der, ich glaube, regulären zweiten Mission, oder? War das die zweite oder war das schon die dritte? Oh, da ist schon ein Holocron. Hier müssen wir natürlich wieder aufpassen. Hier sind wieder Rodianer als Gegner. Die guten alten... Ja, was als Gegner? Bam! Weg mit dem. Der lebt noch. Nee, der lebt doch nicht mehr. 10.000 Machtkristallpunkte. Machtkristall besonders. Nee, natürlich Machtpunkte. Sehr, sehr schön. So, das nehmen wir mit alles. Und können damit auch schon bald schon wieder ein neues Level. Dann haben wir auch bald schon wieder ein neues Skill. Ne? Das ist richtig gut. Wir kommen richtig gut voran. Sind bis jetzt auch noch gar nicht so oft gestorben oder so. Was ist hier? Jetzt muss ich das entbiegen. Geht das so? Ja, das geht so. Okay. Wir haben bestimmt auch noch wieder einige Side-Missions, die wir irgendwo erstellen können und machen können. So, das hat der Java. Den wollen wir jetzt nochmal abschießen. Pam! Ach, das macht einfach Spaß mit dem Machtgriff. Gucken wir hier nochmal runter, ob hier irgendwie irgendwas Geheimes zu finden ist oder so. Oder ob man hier nochmal... Entschuldigen Sie, Sir. So, der fliegt erstmal den ganzen Weg runter. Richtig cool, diese Verfolgerperspektive da, die man dann manchmal hat. So, da haben wir nichts zu treffen. Hier haben wir auch nichts mehr. Vielleicht hätte man das auf den TIE Fighter werfen müssen. Wo ist denn der? Man hat den gehört, aber man sieht ihn nicht. Bestimmt... Oh, jetzt will er mir das klauen. Ach, verdammt. Bestimmt kann die TIE Fighter hier kaputt machen. Das ist vielleicht auch eine der Bonusmissionen, ne? Warte noch einmal ganz kurz ab. Der klaut mir den aber immer wieder. Ach nein, jetzt fall ich runter, oder? Ja. Na gut, da haben wir auch ewig gebraucht. Ich kann die TIE Fighter anscheinend irgendwie nicht besiegen. Ich weiß es nicht genau. Komisch auf jeden Fall. Klappt nicht, klappt nicht. Dann wollen wir es lieber so machen, dass wir hier ganz normal einfach angreifen. So, muss ich ja mal ein bisschen umschauen. Hätte jetzt erwartet irgendwie, vielleicht kann man hier die TIE Fighter da abwerfen oder so. Boah, weg mit euch allen. Weg mit euch allen. So, dann gehen wir hier gleich mal rüber, anstatt jetzt hier uns lange aufzuhalten. Und kicken die auch alle hier. Bam! Alle mal runter mit euch. Ist der schon tot? Der ist schon tot, okay. Und du auch weg. Sehr schön. Gesundheit wiederhergestellt. Haben wir hier nochmal irgendwas Besonderes? Ach, hier ist auch wieder einer der Easter Eggs, ne? Hier ist auch wieder eines der Easter Eggs. Und zwar ist hier die Millennium Falcon. Da seht ihr ihn. Zumindest ist die Front von dem. Oder ist es nur ein korellianischer YT-1300 Frachter, weil das ist die Modellbezeichnung von dem Millennium Falcon. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so ein kleines Easter Egg zum verschrotteten Millennium Falcon sein soll. Da habe ich nochmal versucht, den TIE Fighter abzuschießen, aber ich glaube, fast ist es einfach nicht möglich. Ich glaube, fast ist es einfach nicht möglich. Das sollen wir hier an der Stelle nicht. Weg mit dir. Ah, da unten ist ein Holocron. Halt, warte mal, da oben. Samia, ich habe gedacht, es geht da oben weiter, dachte ich. Oh nein, habe ich da jetzt was verpasst? Habe ich da jetzt was? Ich werde mich mal ganz kurz umbringen. Ich glaube, ich habe da was verpasst. Da war doch eine Tür. Ich hatte gedacht, das wäre der Originalweg, diese Tür. Und dass man da weiter kann. Mein Gott, der Part fängt ja gar nicht gut an bisher. Noch einmal hier. Gut, da laufen wir jetzt einfach mal durch, würde ich sagen. Da laufen wir jetzt einfach mal durch, weil wir brauchen uns jetzt hier nicht ewig aufhalten mit den gleichen Feinden und Gegnern. So, weg mit dir. Dass wir hier einmal durchgehen. Ich werde in der Tür wahrnehme ich was. Ich habe da nämlich den Eindruck. Ich dachte, das wäre der Originalweg, Mann. Sag mal. Erstmal aus der Bahn hier. Aus der Bahn hier, habe ich gesagt. So, Gesundheit wiederhergestellt. Das nehmen wir mit, natürlich. Sondern ich wette, da hinter dieser Tür... Weil das sah ja so aus, müsste man da lang, ne? Ja, guck dir das mal an. Da ist doch schon das Holocron. Ich habe es doch schon gesehen. Ja, siehst du mal. Das hätten wir verpasst. Hätten wir das nicht... hätten wir uns jetzt nicht nochmal umgebracht. Ist natürlich blöd, dass man hier nicht mehr hochgekommen ist. Es tut mir sehr leid, aber jetzt sage ich und verspreche Besserung. Ich verspreche Besserung, dass wir hier alles mitnehmen und kriegen... Was wir denn noch brauchen. So, da haben wir schon wieder ein Level-Up dadurch, oder? Ja, eben gerade hatten wir einen. Okay, hier können wir uns auch mal umschauen. Da sind ein, zwei Holocrons, die ich direkt sehe. Wir pfeffern das erstmal auf irgendeinen da unten drauf. So, die luschigen Rodianer, die haben wir alle weg. Ich mag die eigentlich. Ich meine, ich bin ja totaler Fan von den Rodianern.
Aber den haben wir trotzdem mal weggehauen. Oh, das ist aber weit oben liegend, das Holocron. Wie komme ich denn daran? Bin ich hier noch höher? Hier komme ich noch höher. Erstmal sorgen wir dafür, dass wir die einfach mitnehmen, würde ich sagen. Ja, sehr schön. 10.000 Machtpunkte, das kriegen wir hier. Unbegrenzte Macht vielleicht. Und Verwundbarkeit, auch nicht schlecht. Die wollen wir am besten alle drei schocken, das wäre super. Ah, ist nicht ganz möglich. Na, nur auf mich fokussiert, da schießt er noch die ganze Zeit ein Rodianer auf euch, liebe Freunde. Bam, mit dem Elektrohieb. Jetzt nochmal mit dem hier vielleicht, denn das klappt leider nicht. Der Machtschub, der ist nicht so stark gegen die. Der Machtschub, der affektiert die nicht so stark. Oh, jetzt kommen hier noch Verstärkungstruppen. Meine Güte, jetzt rasten sie hier aber aus. Nicht nur eine Kapsel, die von oben ist. Ist das ein AT-ST? Ja, das ist ein AT-ST. Super cool, wie die abgeworfen werden. Nicht nur ein AT-ST, sondern nein, auch noch andere Verstärkungstruppen, die jetzt hier angreifen in die Schlacht. Vielleicht hätten wir uns die Unverwundbarkeit noch aufheben sollen, wer weiß. So, denken wir. Oh, was kommt denn jetzt noch? Von allen Seiten, guck mal, die Rodianer kommen auch nochmal. Also sag mal, ey, das ist ja aber auch ein bisschen gemein hier. So, auf der einen Seite die Imperialen, auf der anderen Seite hier die Rodianer-Forces. Jetzt versuche ich aber nochmal. Ah. Und bam. Zack. Zack. Ach, da kann man so coole Moves machen, ey. Das ist so cool. Zack. Und weg mit dir. Müssen wir auch mit dem Schock machen. Können ja den so aufladen irgendwie, ne? Als Blitzbombe. Schon witzig, was man hier nicht alles mit den Machtkräften alles machen kann. Den werfen wir jetzt nochmal. Und was wir hinkriegen. Der will nicht gegriffen werden. Doch jetzt. Oh, wie das Lichtschwert hat durch den Torso bohrt, ey. Hammer cool. So, jetzt gucken wir uns noch ganz kurz einmal um. Da oben geht's, glaube ich, weiter tatsächlich. Wo ist denn hier diese Öffnung, die hier erstellt haben? Hier sind die doch irgendwo... Irgendwo durch die Wand haben die sich doch gerade gesprengt. Oder war das jetzt irgendwo außerhalb des Gebietes, wo man gar nicht hinkommt? Hier ist auch noch ein AT-ST, oder was ist das? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Na gut, die Stelle, wo die sich reingesprengt haben, die finde ich jetzt gerade nicht. Scheint dann auch nicht so wichtig zu sein. Nur nicht, dass wir da irgendwo die Holocrons wieder liegen lassen. Na, liebe Leute, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen hier ja alles mitnehmen. Und mittlerweile bin ich ganz gut im Springen. Weil ich da jetzt auch diesen einen Move ein bisschen gelernt habe, als wir da im Salak waren. Da habe ich ja die ganze Zeit gelernt, wie man nochmal so ein bisschen weiterspringt. Hier mit so einem noch doppeligeren Doppelsprung. Der doppeligere Doppelsprung. Okay, soweit so gut. Ich glaube, auf Rexxus Prime, oder ich glaube, die Mission wird wieder länger dauern. Sieht schon aus wie ein Sternzerstörer. Hier, oh, da snipen schon welche auf mich. Unverwundbarkeit. Ja, das sollte eigentlich natürlich... Ich bin an einer imperialen Landebasis angelangt. Könnt ihr die Hangartür überbrücken? Ich versuch's. Ich wollte eigentlich die Sturmgruppe da unten erwischen. Lasst euch zeigen, mir wird hier schon nicht langweilig werden. Da ist ein Holocron, okay. Da unten ist so ein Sith-Holocron. Naja, da war ein Explosivfass. Leider auch noch liegend Schaden gesteigert. Oh, lebt noch. Der slappt mich auch noch hier. Der slappt mir einfach mit seinem Gewehr ins Gesicht rein. So aber nicht. Da oben sind immer noch mehr Scharfschützen. Da ist irgendwo einer hinter mir, oder was? Was schießt denn da die ganze Zeit auf mich von hinten? Ah! Oh mein Gott. Das wird jetzt übel enden, glaube ich. Das könnte ganz übel enden hier. Haben wir noch den Schaden gesteigert? Ne, haben wir noch nicht. Ah, hier haben die schon mit Absicht ganz viele verschiedene Sith-Holocrons mit hingelegt. Weil man hier schon ganz gut Schaden nimmt von allen möglichen Akteuren. In dem Gemetzel. Deutlich habe ich nicht vergessen, mein Freund, hier oben drauf. Da ist schon wieder der nächste von den Boys. Ja, der Machtschub ist einfach Quatsch gegen die. Machtschub ist einfach Quatsch gegen die. Kann ich die eigentlich greifen? Nee. Dann machen sie einfach ihr Schild hoch und dann kann man sie nicht greifen. Aber der trifft. Bam! Ich muss unbedingt meinen Schaden erhöhen durch irgendwas. So, jetzt nehmen wir nochmal was mit. Gesundheitsentzugsaura. Das ist immer gut. Da muss man nicht mal unbedingt wirklich die Gegner treffen. Und dann kriegt die einfach so tot und klaut ihr Gesundheit. Aber hier war doch noch ein Holocron irgendwo. Das müssen wir auch mitnehmen. Nicht, dass wir das vergessen. Da oben ist auch noch ein Sith-Holocron. Da ist das Richtige. Warum sind hier so viele Holocrons da mal? Also so viele Sith-Holocrons. Das wäre hier der übelste Kampf oder so.
Aber ist jetzt nicht so extrem viel los, wie man jetzt vielleicht erwartet. Wo geht's denn überhaupt weiter, ist die gute Frage, ja? Da hoch könnte man noch. Durch das grüne Tor kommt man, glaube ich, nicht. Wo werde ich beschossen? Von da hinten. Gehen wir erstmal hin. Aber hier kamen wir doch irgendwo her, oder? Ah, jetzt geht's weiter. Deswegen gab es da so eine dicke Schlacht. Jetzt kommen vielleicht die großen Bossgegner hier. Ein AT-ST, zwei von diesen Aufräumtruppen. Ah, die sind schon tot. Dann nehmen wir nochmal hier das Holochrom mit. Vielleicht ist es irgendwas super Gutes. Unverwundbarkeit, ja. Das Bessere kann man quasi nicht kriegen. Obwohl diese unbegrenzte Macht natürlich auch immer was Schickes ist, ne? Einfach in den Rücken boxen. Jetzt sind wir leider nicht mehr unverwundbar. Das heißt, wir werden jetzt wieder weggestoßen auch, ja. Oh, ich kann den schon finishen. Dann machen wir das mal. Vielleicht kommt wieder meine Lieblingsanimation. Ja, sie kommt sogar. Und pam. Bumm. Geil. Einfach geil. So, jetzt wollen wir mal ganz schnell das Holochron hier hinten noch sammeln. Aber unverwundbar. Nee, unbegrenzte Energie. Ja, unbegrenzte Macht. Das ist schön, wenn wir auch irgendwie mal die Zeit hätten, die einzusetzen. Ach, jetzt schießt er auf den mit dem Schild vor sich. Auf den, der vor dir steht. Sehr schön. So, wie lange halten die denn noch aus? Oh, da ist ein Sniper. Oh, 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 oh. Hier sind irgendwelche Leute dabei, die... Ah, der eine hat so ein Schockgewehr auch noch. Ah, oh, ist das gemein. Die halten einen... Ich konnte mich die ganze Zeit nicht bewegen bis dato. Den Sniper da oben erwischt er so leider nicht. Ach, jetzt häng doch nicht fest da. Komm, der Typ muss sterben. Jetzt muss er den mit dem Schockgewehr hier töten. Die sind ganz gefährlich. Wenn die einen hier erwischen mit ihrem Schockgewehr, dann ist man kurzzeitig gestunt und kann nichts machen. Und dann kommen natürlich die anderen Leute an, hier in den Scharfschützen, und treffen einen automatisch. Ansonsten kann man da natürlich nochmal gut ausweichen. So, den hauen wir auch weg, den allen. Sind hier nur noch irgendwelche Marshals und irgendwelche krassen Typen, die halt hier irgendwie Action machen. Den wollte er nicht treffen. Dann müssen wir halt einmal hier so hochkommen. Ah. Ah. Mann, 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 das wird echt ein schwieriges Level, habe ich den Eindruck. Aber ein richtig schwieriges Level. Hier ist ein Holochron, super. Nehmen wir gerne mit. Stehen bleiben. Er klang aber nicht sehr überzeugt von sich selbst. Aber noch, wir schießen hier auf mich. Weißt du, du hättest einfach entkommen können, mein Freund. Jetzt ist er auch getan. Du hättest einfach entkommen können. Boah, wie er den... Oh, geil. Der lebt sogar noch. Wie er den wegfinisht. Der hätte einfach entkommen können. Aber er musste sich ja mir entgegenstellen. Okay, jetzt können wir uns nochmal im Hangar umschauen. Denn hier müsste ja noch einiges versteckt sein, oder? Sieht mir so aus. Da oben ist nämlich nochmal so ein Weg, den man gehen kann. Hier sind äußere Wege, die man gehen kann. Ne, ich glaube, da oben war nichts drauf, oder? Wir haben hier nichts mehr. Wir haben hier nichts mehr zu finden. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier runter. Holen uns den Fahrstuhl hier. Nicht, dass wir uns zerquetschen. Jetzt können wir ganz kurz nochmal ins Menü hier gucken und ein paar Macht-Upgrades machen, ne? Das läuft doch immer. So, Machtgriff auf die höchste Stufe. Hier haben wir nochmal ein paar Talentsphären. Da wollten wir ja Stärke nehmen irgendwie. Jeder verringert die Zeit, die zum Aufladen deiner Machtkräfte benötigt wird. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Steigert den Schaden an Lichtschwertangriffe im Nahkampf. Das will ich auf jeden Fall auch haben. Abwehrbeherrschung ist nicht so wichtig. Kombo-Beherrschung. Reduziert die Menge an Machtenergie, die du zur Ausführung von Machtkombos benötigt wird. Aha, das ist auch sehr wichtig. Das nehmen wir gleich mal zweimal rein. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich unfassbar schnell Machtenergie verliere, wenn ich hier so einen Sprint in der Luft mache oder sowas. Das ist unser Transportmittel wohl. Und weiter geht's. Infiltriere die imperiale Erzsammelanlage. Super, da sind ein paar Gonk-Droiden. Die können ja wohl nichts, Gonk-Droiden. Können wir den mit dem Astromech-Droiden bewerfen? Ja, oder? Pam.
Die werden hier einfach alle fertig gemacht. Als ob der jetzt dadurch gestorben ist, durch diesen kleinen Schubser. Das hätte auch jeder Mensch überlebt, aber wirklich absolut jeder hätte das überlebt. Nach oben. Boah, den lassen wir mal. Den lassen wir die Chance und... Nee, das hat er nicht überlebt. Aber wer hätte das auch schon überlebt, ne? Das ist die Frage. Na, das braucht immer noch relativ viel Energie, muss ich sagen, aber... weniger als zuvor. Super, gut. Ich würde aber sagen, an der Stelle hören wir hier diesmal auf mit dem Part und gucken uns an, wie es beim nächsten Mal weitergeht, hier in der Imperialen Station. Gut, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, liebe Leute.